Also ich bin Harry Beierl, ich bin geboren eigentlich in der Oberpfalz in Weiden, bin aber vor circa 25, 30 Jahren hier ins Fichtelgebirge gekommen. Nach meiner Ausbildung habe ich mich dann 1993 hier selbstständig gemacht. Das ging dann los mit schönen, interessanten Ausstellungen und es hat sich dann auch ein Käuferstamm herausgebildet, der sich ziemlich hier im Fichtelgebirge befindet. Habe hier mein Atelier, das jetzt momentan hier bewohne oder bearbeite, wie sagt man denn, also bespiele, habe ich jetzt seit 12 Jahren und das ist natürlich eine riesen schöne Fläche, die du anderweitig irgendwo gar nicht so findest, beziehungsweise dann auch nicht unbedingt bezahlbar ist. Wenn ich jetzt irgendwie mir vorstelle, ich wäre in Berlin oder ich wäre in München oder ich wäre irgendwo anderswo und dann diese Quadratmeterzahl, also dann würde man sich als Kreativ oder als Künstler schon überlegen, ob man das dann wirklich auf sich nimmt, dieses hohe Risiko dieser monatlichen Ausgaben. Das Fichtelgebirge hat mir den Freiraum gegeben, mich künstlerisch so zu entwickeln und zu entfalten, wie es mir passt. Ich kann es mir leisten, hier auf 500 Quadratmeter zu arbeiten und meine Kunst in die ganze Welt zu verkaufen, aufgrund der Globalisierung. Letzte aktuelle Geschichten waren jetzt ein Bild nach Los Angeles und ein Bild nach San Francisco. Das bedeutet Freiraum für mich. Freiraum für Macher.